Martin, Wahnsinnsfisch. Wahnsinnsfisch. Das ist ein Vertikal-PB, ne? Jawohl. Richtige Röhre, ja. Also, guck mal, ob du mal hochkriegst vor dem Kopf. Das ist ein richtiges Brett. Wahnsinnsfisch, Wahnsinnstier. Atemlos geht es von einem Event zum nächsten. Vor wenigen Stunden saß ich noch zusammen mit unserem Tourgast Martin im Po-Wasser und haben einen starken Fisch mit 2,21 der Kamera präsentiert. Es war der Fisch oder der Fang der letzten Minuten dieser Tour jetzt, Anfang April in Italien. Der Fisch kam beim Vertikalangeln. Den Film werdet ihr sehr bald, also den Vertikal-Waller-Workshop, auf meinem YouTube-Kanal sehen. Dann sind wir ins Camp geheizt, mein Boot an Steg gehangen, alles ein bisschen sauber gemacht, das nötigste Angeltackle ins Auto geschmissen, denn heute Abend, Freitagabend, möchte ich bei den Jungs vom Elchinger Angelcenter schon ankommen. Wir planen nämlich unseren jährlichen Waller-Event dort. Ganz in der Nähe des Ladens haben die Jungs zwei tolle Seen und im Grunde oder im Zuge der jetzt stattfindenden Hausmesse veranstalte ich jährlich mit den Jungs zum gleichen Zeitraum so einen Waller-Workshop. Da kann jeder dran teilnehmen, der sich anmeldet im Vorfeld, aber es kann auch jeder vorbeikommen und sich das am See anschauen, wie wir in Deutschland vorgehen, um an stehenden Gewässern, an Baggerseen Welse zu fangen. Ich habe jetzt noch gute 300 Kilometer Fahrstrecke vor mir, aber meine Teamangler Ruben und Timo sind schon vor Ort. Die fangen schon mit den Teilnehmern an, das Gerät vorzubereiten, die Montagen zusammenzuknüpfen. Die unterstützen mich da. Ich bin da wirklich heilfroh, dass ich so gute Jungs habe. Heute Abend stoße ich dann dazu, unterstütze die Jungs noch beim Auslegen der Montagen. Bin gespannt, ob wir in der ersten Nacht dann schon eine Aktion bekommen und euch morgen früh schon den ersten Wels des Workshops in die Kamera halten können. Samstag Mittag werde ich dann auch mal in den Laden fahren. Die Jungs vom Elchinger Angelcenter haben eine riesengroße Blackhead-Auswahl, haben alle Neuigkeiten dort am Start. Also es ist wirklich ein ganz, ganz toller Laden. Wenn ihr da in der Nähe wohnt, schaut mal vorbei, oder wenn ihr in der Nähe seid, schaut mal auf den Besuch dort rein. Ihr findet dort wirklich eine riesengroße Auswahl und ganz, ganz faire Preise. So, ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen aufs Autofahren konzentrieren. Es geht gerade schön kurvig durch die Berge Österreichs. Wir sehen uns dann später am See. Die Kamera ist natürlich am Start während des Events. Dann könnt ihr auch, wenn ihr weiter weg wohnt und nicht zu Besuch kommen könnt, live miterleben, was am Event abgeht, was abläuft, wie wir vorgehen, ob wir Fische fangen. Später bin ich in Ulm-Elching angekommen. Ich fahre jetzt noch kurz in den Laden, den Jungs Hallo sagen. Hier in Deutschland ist es bedeutend kälter als in Italien. Wir haben einen Temperaturunterschied von ca. 10 Grad. In Italien hatten wir jetzt die letzten Tage 24 Grad Anfang April und hier sind es jetzt 14. Aber ich bin mal gespannt, ob die deutschen Waller Lust haben. Ich fahre jetzt mal kurz in den Laden, sag Hallo und dann geht es gleich raus ans Wasser. Abbiegen in die Daimler Straße.
steht schon bereit. Hallo Stefan, grüß dich Gott. Hi Jungs. Gute Fahrt gehabt. Ja, bin da. Ich in Italien. Kein Problem. Wie läuft's? Wie gut aus? Alles gut. Wie das Wetter? Viele Leute. Gut, schönes Wetter. Gut. Ja. Nacht ein bisschen kalt. Ja. Stefan, komm mal mit. Ich muss dir noch was zeigen. Wir haben eine neue Wand im Laden gemacht. Komplettausstattung von Black Cat. Schau mal hier mit den Leuten. Oben läuft der YouTube-Channel. Alle Routen sind da im Ständer. Finorollen. Jo, jetzt kann's losgehen. Robin, was, ihr habt einen Wels? Jetzt gerade? Ja, cool. Wir kommen mal rum. Robin war schon mit mir in Italien unterwegs. Die waren letztes Jahr beim Workshop dabei. Wir wollen jetzt gerade an den See und da kommen wir an dem Autobahnsee vorbei. Der ist nebendran. Die Jungs sind gerade am Angeln. Und gucken wir uns mal an. Die müssen gerade im Moment einen Fisch am Band haben. Ist ja Wahnsinn. Eben in Italien einen zurückgeschoben, 6 Stunden nach Ulm-Elchin gefahren und da haben sie schon wieder einen Waller in der Hand. Wahnsinn, habt ihr gemessen? 1,95. 1,95, also knapper Zweier, 1,95 und das hier mitten in Deutschland, mega Petri. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für unseren Event, der jetzt auch direkt am See gegenüber startet. Hast du einen Tipp? Was hast du gemacht? Wie habt ihr geangelt? Vielleicht können wir was mit rübernehmen. Flach gefischt. Flach? Am Ufer? Wo flach die Sonne drauf scheint? Genau. Denkst du, hat was mit dem Mond zu tun? Ist es hell nachts schon? Ja, also kurz vor Vollmond, also von dem her. Wir sind gerade in der zunehmenden Vollmondphase. Ich glaube, am Montag ist er ganz voll. Ja. Und das ist ja überall eine geile Phase zum Welsangeln. Und die Jungs machen es uns vor, kurz vorm Dunkelwerden. Ein knapper Zweier. Glückwunsch, Langer. Und ich muss jetzt rüber zu den Gästen vom Elchinger Angelcenter, denn die wollen auch ihre Wallerrute ins Wasser haben und mal gucken, ob es am See nebendran auch klappt. Hey Ruben! Moin, grüß dich Stefan! Corinna! Hi! Alles gut! Grüß dich. Servus. Wie ist die Lage? Passt. Ich glaube, die junge hübsche Frau kennt ihr noch in ihren Freund. Die hatten letztes Jahr die größten Fische beim Event. Mal gucken, wie sie dies Jahr abschneiden, ob wieder die Frauenpower wirkt. Noch größer. Grüß dich. Grüß dich. Timo ist der zweite Mann in der Runde vom Black Hat Team, der mich unterstützt, weil ich so spät aus Italien hier ankomme. Der ist schon gerade gut am Wursteln mit den Jungs. Eben waren wir noch im Angelladen, da war richtig die Hölle los und jetzt gegen Nachmittag geht es wieder direkt zurück ans Wasser.
Hier sind auch schon die ersten weltinteressierten Angler eingetroffen. Also wir machen sowohl Workshop im Laden als auch am Wasser, um den Leuten dann direkt zeigen zu können, wie es in der Praxis funktioniert. Und da haben die Elchinger Jungs hier den riesen Vorteil, dass sie einfach zwei tolle Gewässer, wo auch gut Waller drin sind, direkt vor ihrer Haustür haben. Ich begrüße euch hier, wahrscheinlich an eurem Hausgewässer. Die meisten werden hier schon geangelt haben oder kennen den See. In den letzten zwei Jahren waren wir ja schon hier unterwegs. Da waren wir immer am Autobahnsee nebendran. Da konnten wir schon gute Fische fangen. Und dann steigt das so auf und das Wurmbündel quillt dann richtig schön über diese U-Pose drüber. Und das ist eine ganz tolle Sache. Das ist ein unauffälliger Stoff. Das haut er sich mit rein. Und jetzt bei euch im See würde das praktisch so aussehen. Im See ist ja auch immer ein bisschen Bewegung unter Wasser, Quellen oder was da reinkommt, also steht ja nicht ganz gerade. Ein paar Weißfische zupfen da aus, ein paar Würmer vielleicht, dann quillt das hier rum. Und das ist, sage ich mal, ein ganz tolles System, wo ihr jetzt auch nicht unbedingt ein Boot braucht. Ufer lang laufen, Blei drauf, raus. Sollte er, ich glaube, das ist auch das, was er meinte, sollte es grundsätzlich, sagen wir 20 cm über den Grund sein, oder sollte es grundsätzlich eher 1,50 Meter oder 1 Meter oder wie auch immer über Grund sein? Das kommt darauf an, wie die Fische, also was wir für Wassertemperaturen haben und ob die Fische an der Oberfläche aktiv sind oder eher am Grund des Wassers. Seht ihr jetzt zum Beispiel die verschiedenen Größen und die verschiedenen Materialien. Das ist jetzt 30 Gramm, das würde ich jetzt empfehlen für richtig große Köderfische und langsames Wasser. Aber in der Regel 10 Gramm, 20 Gramm, diese unauffälligen U-Posen hier, also diese Typen, das sind die, die ich am liebsten verwende, auch mit großen Köderfischen, weil die einfach den Vorteil haben, dass sie unter Wasser unauffällig sind. Bei stehenden Gewässern. Oder fließenden Gewässern. Oder fließenden. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, weil in Deutschland ja der lebende Köderfisch verboten ist. Und wenn ihr einen toten Köderfisch irgendwo an den Haken hängt, hängt er halt da tot dran. Ja? Reingedrückt die Halteklammern, mittig draufgesetzt. So, und jetzt kommt unser ganz normales System. Das setzt ihr jetzt den Einzelhaken eurem Köderfisch durchs Maul. Und jetzt kommen hier diese Ghost Hooks zum Einsatz. Die habe ich ja jetzt speziell entwickelt. Und diese Haken mit den kleinen Nadeln hinten dran, wo auch kleine Widerhaken sind, könnt ihr ganz toll dem toten Köderfisch oder auch eurem Gummifisch, wenn ihr mit Kunstködern angelt, hier so unter die Haut schieben. Hält bombastisch und hat eine ganz aggressive Hakenform. Eine ganz geile Sache. So, und jetzt kommt dieses System hier in die Strömung rein und dann fängt dieser Fisch, das könnt ihr testen, können wir nachher mal hier durchs Wasser ziehen, also Strömung simulieren. Und wenn jetzt hier euer Grundblei ist oder euer Stein, geht dieser Fisch so hoch und wird so hinter dem, durch die Strömung hinter eurem Köder hergezogen. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, um den ganzen Fisch, um den toten Köderfisch noch ein bisschen attraktiver darzustellen, in der Strömung solche kleinen Flügel-U-Posen vorzuschalten. Ja, die Flügel-U-Posen haben den Sinn, dass die in der Strömung, ich demonstriere das mal, wenn die Strömung drauf drückt, noch Vibrationen von sich geben und somit noch einen größeren Reiz ausstrahlen sollen. So ein Blutmix mit Leber und den verteilen wir auf dem Köderfisch. Der zieht dann schön ein durch die Schnitte, die ihr gemacht habt. Fisch, 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 Fisch! Weg ist er. Phoebus.
Ich bin Robin Kleen. Ich bin Samantha Kleen. Wir tun heute Nacht angeln mit Stefan Zeus. Und das wird richtig cool. Hey, was macht denn ihr zwei hier? Wir wollen Waller angeln. Waller angeln? Ja. Angelst du? Ja. Was hast du schon für große Fische gefangen? Rotaugen. Rotaugen. Und du? Du hast doch heute einen großen Rapfen gefangen, habe ich genau gehört. Genau. Wie groß war der Rapfen? 50 cm. Und wie hat er gebissen? Auf Method Feeder. Method Feeder, das können ja nicht mal die alten Angler. Und du kannst es schon. Glückssache. Ja, zum Angeln gehört immer Glück dazu. Seht ihr, selbst die Jungen sind hier dabei, die Kids, und haben einen Haufen Spaß. Wenn ihr auch Bock habt, oder eure Kinder besser gesagt, gerne so ein tolles Wochenende hier beim Elchinger Angelcenter am Wasser verbringen wollen, kommt einfach nächstes Jahr mit. Am Riedelsee sind wir, gell? Wo denkst du, gibt es mehr Wälse? Im Autobahnsee oder im Riedelsee? Oder am Brandstätter. Brandstätter, da waren wir noch gar nicht. Schauen wir mal, was heute Nacht passiert. Seid ihr gespannt? Ja! Yay! Ja, die kleinen Angler ganz groß. Es hat doch noch geklappt. Heute in den frühen Morgenstunden kam der Waller. Und wie sagt man so schön, lieber ein kleiner Wels als kein Wels. Robin und Samantha haben ihn rausgehauen. Die haben den alten Anglern gezeigt, wie das hier läuft. Herzlichen Glückwunsch euch. Ist schon ganz schön groß, so ein kleiner Wels, ne? Wenn man selber noch ein kleiner Angler ist. Mhm. Aber das ist das richtige Training für die großen Fische. Ja. Ich denke, der ist so klein, den hauen wir wieder rein, oder? Ja. Der soll noch ein bisschen wachsen. Ich glaube, das ist vertretbar. Und wenn ihr Lust habt, nächstes Jahr 2018 hier beim Elchinger Angelcenter dabei zu sein, es gibt wieder einen Waller-Workshop am Wasser. Diesmal auch was für Karpfenangler wird geboten sein. Meldet euch einfach im Laden bei Markus Kleen oder bei den anderen Jungs. Dann treffen wir uns hier, haben ein tolles Wochenende. Und mit etwas Glück fangen wir dann den hier ein bisschen größer. Bis zum nächsten Mal. So, und den tun wir jetzt ins Wasser bringen, oder? Ja. Haken vorsichtig zurück. So, jetzt wurde wieder freigelassen. Aber erst mal. Super, dass er wieder schwimmen darf.